Hier soll unser Bericht beginnen, mit dem Tag der Einberufung. Die einen kommen mit militärischen Grundkenntnissen, die sie erweitern, vertiefen werden. Für andere ist es der erste Tag des Soldatseins. Der Ausbilder hat sich mehrmals im Jahr auf neue Genossen einzustellen. Das macht seine Aufgabe besonders schwierig. Diese Reservisten wird man in den kommenden Wochen Eisenbahnbaupioniere nennen. Es sind erfahrene Genossen, die im Beruf ihren Mann stehen. Hier erwartet sie eine neue Verantwortung. Ihren Klassenauftrag erfüllten sie gestern an der Werkbank. Morgen werden sie es mit der Waffe tun. Für Ungediente ist alles neu, ungewohnt. Die ersten Tage sind die schwierigsten. Mit 30 oder 35 Jahren, da fällt manchem die Ausbildung im Gelände schon schwer. Soldat sein aber heißt, in jeder Lage bestehen. Deshalb immer wieder trainieren, bis alles klappt. Klarmachen einer neuen Aufgabe. Spezialausbildung. Es geht um den Bau von Unterstützungen, die Brückenteile tragen. Manche Genossen können ihre Berufserfahrung mit in die Waagschale werfen. Die Ausbildung eines Eisenbahnbaupioniers verlangt hohen Einsatz bei der Beherrschung ihrer Kampftechnik. Zwischen den Gefechtsaufgaben Stunden der Ruhe, der Entspannung. Die Einheit hat den Befehl erhalten, eine Eisenbahnlinie, die durch ein größeres Wasserhindernis unterbrochen ist, zu verbinden. Kurz, eine Eisenbahnschiffsbrücke zu bauen. Mehrere Aufgaben laufen gleichzeitig ab. Im großen Brückenbaugefüge haben diese Genossen den Auftrag, Unterstützungen für jene Brückenteile zu bauen, die das Flussvorland überspannen. Für alle heißt das zähes Ringen mit jeder Stunde, mit jeder Minute. Bei einer Übung
steht jeder im Examen. Jeder Soldat, jeder Ausbilder, jedes Kollektiv. Auch der Ausbau der schwimmenden Brückenbauteile geht zügig voran. Gefechtsbereitschaft, das heißt, auch die Brücke verteidigen zu können. Und wieder nimmt unser Kollektiv, nimmt jeder Genosse den Kampf mit der Zeit auf. Im Kriegsfall können Eisenbahnbrücken zerstört sein, doch die Versorgung der Truppen muss auch durch die Eisenbahn reibungslos gesichert sein. Die Stärke eines Kampfkollektivs liegt nicht zuletzt im Wissen um die Notwendigkeit, die Wichtigkeit der Gefechtsaufgabe. Der nächste Bauabschnitt, Montage der Brückenüberbauten. Exakte Organisation, fachliches Können, hoher geistiger und physischer Einsatz, hohe Kampfmoral. Eigenschaften, ohne die auch der Eisenbahnbaupionier nicht bestehen kann. Zu beiden Seiten des Flussvorlandes schiebt sich nun die Brücke, die fast ausschließlich aus Fertigteilen besteht, auf die Ufer zu. Fest verankert liegen die schwimmenden Brückenteile in der Brückenachse. Das Werk nimmt fertige Gestalt an. Soldaten und Ausbilder haben ihre Bewährung bestanden, den Kampfauftrag erfüllt. Am Morgen steht sie, die Eisenbahnschiffsbrücke. Es kommt die Stunde der Erwartung, der Spannung, erste Belastung. Die Brücke ist selbst großen Belastungen gewachsen. Dafür Dank und Anerkennung, für vorbildliche Pflichterfüllung. Tag der Entlassung. Die einen nehmen manch neue Erkenntnis und Erfahrung mit nach Hause. Zur Stärkung der Verteidigungskraft unserer Republik, zum Nutzen für ihr weiteres persönliches und berufliches Leben. Und der Ausbilder, er empfängt wieder neue Genossen, von denen er sich sicherlich wieder genauso herzlich als Freund und Kampfgefährte
verabschieden wird.